Hallihallo, hier ist wieder Atombi und wir spielen mal wieder ein neues Spiel, ein neues Let's Play hier auf diesem Kanal und zwar Star Wars The Clone Wars Republic Heroes. Das Spiel habe ich schon mal Let's Played, allerdings habe ich mir gedacht, komm, jetzt gerade, wo Disney Plus durchstartet mit der neuen Clone Wars Staffel, habe ich eigentlich richtig Bock nochmal irgendwie auf so ein Clone Wars Spiel. Lego Star Wars mit Clone Wars Dings habe ich ja schon gespielt, ne? Deswegen habe ich mir gedacht, komm, wie wär's denn mit dem Game? Habe ich damals auch richtig gerne gespielt. Gibt's richtig viele coole Missionen, wo man halt die typischen Helden spielen kann, wie Anakin, Obi-Wan, Ahsoka, Mace Windu, Kit Fisto, Aayla Secura, Luminara, Plo Koon und natürlich auch ganz viele verschiedene Klone wie Rex, Cody, Greeb, Lai und so weiter und so weiter. Und ich will gar nicht großartig drum herreden, vielleicht kennen ja die ein oder anderen von euch das Spiel schon. Und von daher starten wir einfach mal direkt rein hier. Ich spiele natürlich auf dem PC, sieht man jetzt auch gerade, aber ich spiele mit Controller dort. Man konnte das auch zu zweit spielen, meine ich. Allerdings ist das heutzutage relativ schwierig und ich habe mir gedacht, komm, alleine passt schon. Tja, wenn es nicht vorwärts geht, dann muss es hochgehen. Hoch? Wohin hoch? Folge mir, Snips. Und versuch nicht zu sterben. Ich will ganz sicher keinen neuen Padawan. Ich träume eine Kleine. Sie bleiben hier, Rex. Wir kümmern uns um die Drohne. Danke, dass ihr an mich glaubt. Erstes Level, sonst auch immer natürlich jetzt eine Art Tutorial. Verlieren wir keine Zeit, Snips. Aber was man jetzt natürlich schon hört, ist, Original-Synchro ist am Start. Das ist natürlich ganz nice. Dich erinnere. Dich erinnern, das werde ich. Allein du niemals bist. Doppelsprünge machen du kannst. Leicht das ist und mächtig. Weise du bist, wenn auf meine Worte du hörst. Ja. Sicher landet ein Jedi auf dem schmalsten Steg. Jawohl, Meister Yoda. So, teilweise ist es hier mit so einem... mit so einer Art, ja, Auto-Aim, sag ich mal. Leicht sind für einen Jedi. Was das Springen angeht, ne? So man springt schon automatisch in die Richtung, wenn da eine Plattform ist. Das ist schon ganz gut von der Handhabung. Man kann ja auch Punkte sammeln und Upgrades sammeln und so weiter. Du kannst, um Droiden und andere Objekte zu schieben. Alright. So. Also ich habe es auch schon vor langer Zeit gespielt, deswegen ich wollte das natürlich auch mal... Länger konzentriere die Macht, um einen stärkeren Stoß auszulösen. Okay, Meister Yoda. Ich wollte das auch nochmal wieder neu spielen, weil ich damals mich auch vielleicht nicht perfekt gut angestellt habe. Mittlerweile vielleicht das Ganze ein bisschen besser kann. Nicht und schlecht, Skyguy. Ich hatte halt einfach Bock drauf, ne? Wie gesagt, ich hatte einfach Bock drauf, jetzt durch die neuen Clone Wars-Folgen. Hey, Skyguy, wir haben Gesellschaft. Gut. Allgemein nochmal sowas zu spielen. Mit dem Lichtschwert gebrauchen. Also, ich brauche keine Übung mit dem Lichtschwert, das kann ich doch. Ein Lichtschwert, du hast, benutzen du es musst in diesen schwierigen Zeiten. Ja. Zack, weg mit ihm. So, falls ihr das Spiel kennt, könnt ihr es natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten könnt ihr natürlich auch sonst gerne mal schreiben, ob ihr denn jetzt auch nochmal so irgendwie richtig hyped seid auf Clone Wars wegen der neuen Staffel dort. Ob ihr vielleicht da schon ein paar Folgen gesehen habt. Natürlich, ich werde jetzt hier nicht großartig spoilern oder so, ne? Ich weiß Bescheid, viele von euch haben es vielleicht noch nicht gesehen oder haben kein Disney Plus oder so. Mit einem Doppelsprung auf den Superkampf-Droiden springen du kannst. Wenn auf dem Droiden du bist, benutze dein Lichtschwert. Ihn kontrollieren du jetzt kannst. Alles klar. Wir müssen diese Säulen wegschießen. Diese Superkampf-Droiden kommen da gerade recht. Die Waffen des Droiden feuern du kannst. Mit dem Droiden zielen du musst. Ja gut, das kenne ich hier schon. So, hier kann man tatsächlich mit denen, ne? Man sieht schon, man reitet auf den drauf rum. Hat das Lichtschwert so in den im Kopf drin und kann dann dadurch halt die steuern. Was ganz cool ist auf jeden Fall, ja? Das ist auch ein wichtiges Element hier tatsächlich. Und wie schon gesagt, man kann hier Punkte sammeln. Man sieht es auch schon. Links oben bin ich mit Anakin. Der quasi computergesteuerte Verbündete ist jetzt Ahsoka.
Und wenn man dann hier auf die Optionen geht, kann man hier auch im Laden, ne? Mit Hüte und Masken, das ist eigentlich eher so just for fun. Ich glaube, die bringen keine Boni. Aber hier, ne, man kann Kampf-Upgrades kaufen, dann kann man hier irgendwelche Kombos machen und zusätzlichen Schaden oder irgendwelche Moves, jetzt hier den Lichtschwertwurf oder so, ne? Bei Druiden kann man hier auch gucken, wen man da alles übernehmen kann. Druidika kann man übernehmen und hier irgendwelche anderen Druiden und so. Also das ist schon ganz nice. Wie gesagt, wenn ihr euch da auskennt, mir Tipps geben könnt und so weiter, schreibt es gerne in die Kommentare, weil ist schon echt ewig her, dass ich das mal gespielt habe. Um sie zu übernehmen. Ist schon echt ewig her, dass ich das mal gespielt habe. So, wir sammeln natürlich die Kristalle hier mit ein. Feuern, du kannst. Jawohl, Meister Yoda. So, wie komme ich hier runter? Es ist abzusteigen, wenn du willst, aber vorsichtig sein, du musst. Puh, das war lustig. Was jetzt, Meister? Zeit, etwas von unserem Training sinnvoll einzusetzen. Okay. Von hohen Stellen aus einen super Sprungangriff du machen kannst. Je höher du bist, desto härter du fällst. Einen super Sprungangriff machen du kannst. Ja, oh, den einen haben wir zerlegt, ne? Der ist auch runtergefallen. Man kann hier natürlich auch sterben in irgendeiner Form. Und es gibt natürlich auch einige andere Clown Wars Charaktere, die man hier treffen kann. Also nicht nur die ganzen guten Leute, sondern natürlich auch einige böse. Jetzt weiter. Das ist eine Riesenblechbüchse. Denk an Meister Yodas Worte. Größe bedeutet nichts. Aua. Wenn feststeckt der Fuß, bereit sein du musst. Mit der Macht das Bein halte. Jawohl, Meister Yoda. So, jetzt können wir hier das Bein festmachen. Wir müssen da so einmal hochklettern. Wir müssen da einmal hochklettern. Jetzt haben wir es, okay. Nummer 1, fehlen noch 2. Man kann hier auch irgendwie die Punktemultiplikatoren erhöhen. Man sieht schon, ich habe nur mal 1. Also ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich hier im richtigen Moment das Bein wieder da reindrücke mit der Macht. Sehr schön. Dann jetzt wieder hoch hier. Na komm, Annie. Jetzt hat er's. So, einmal müssen wir das Ganze noch machen. Hier gibt es dann teilweise auch Bosskämpfer. Also ich habe das Spiel wirklich gar nicht mehr so extrem gut in Erinnerung, aber also ich weiß nicht mehr genau, was da jetzt alles vorkam. Aber es war auf jeden Fall sehr cool. Erzählt, wie gesagt, eine Geschichte im Clone Wars-Stil hier oder im Clone Wars-Universum, hört sich so falsch an. Halt, ne, während der Klonkriege und halt auch in dieser ganzen Clone Wars-Umgebung quasi, ne. Wir sehen ja auch schon, Ahsoka hat hier gerade erst ein Lichtschwert. Das heißt, natürlich spielt das noch relativ früh in der Serienhandlung. Aber man wird später halt auch noch andere Charaktere kennenlernen, ne. Und spielen dürfen. Halt auch die Klone, was hier auch ganz cool ist. Und dann haben wir auch schon den guten Rex wieder am Start. Ihr habt jetzt ja nichts übrig gelassen, General. Verzeihung, Rex. Mein junger Padawan war nicht zu bremsen. Was der General meint ist, dass er auf seine alten Tage etwas träge wird. Die Scouts sagen, das waren die letzten Blechbüchsen im Sektor. Okay, Rex. Macht euch zum Ausrücken bereit. Es gibt immer noch Widerstandsnester in der Stadt. Wir werden euch diesmal ein paar aufheben. Das weiß ich zu schätzen, Sir. Na, er kann auch nur den Kopf schütteln. Einheit wird gespeichert, alles klar. So, jetzt sieht man auch, wie gut ich war natürlich, ne? Gut, Punkte, gesammelte Artefakte, man kann hier auch noch besondere Sachen sammeln. Wir haben jetzt Platin bekommen hier sogar als Rang. Der gute R2 dreht schon quasi durch. Meister und Padawan, sehr schön. Die Klonkriege wüten. Als Zeichen seines guten Willens will der Verbrecherfürst Jabba der Hutt Informationen über separatistische Schmuggelaktivitäten an die Jedi weitergeben. Kriegsgerüchte verbreiten sich überall. Und Obi-Wan Kenobi reist nach Naboo, um mit Senatorin Padma Amidala über feindliche Aktivitäten im System zu sprechen. Unterdessen haben Anakin Skywalker und sein junger Padawan Ahsoka Tano den Auftrag, die Überreste der Droidenarmee auf dem kürzlich befreiten Planeten Rylos zu beseitigen. Rylos, natürlich der Planet der Twi'leks oder Twi'leks. Die Separatistenflotte mag das System verlassen haben, aber es sind noch viele Droiden in Resten. Wir sind die erste Republikseinheit, die ihnen gegenübertritt. Aber der Kampf ist vorbei. Sie haben verloren. Warum geben sie nicht auf? Es verstößt gegen ihre Programmierung. Sie kämpfen, bis der letzte Droide fällt, nur um mehr von uns zu erledigen. Die Jedi sollten an der Front sein und den Angriff leiten, nicht den Schrott aufräumen, den die Separatisten vergessen haben. Im Krieg geht es nicht um Ruhm, Kleine. Jedi suchen nicht das Abenteuer. Doch scheint es sie immer zu finden. Wahre Worte. Willkommen auf Ryloth. Oder sein Ruin. Die verdammten Blechbüchsen haben kaum was stehen lassen. Daran gewöhnt man sich schnell. Wieso hat es Restin so erwischt?
Die Separatisten wollten hier ein Exempel statuieren. All das nur, um ein Zeichen zu setzen? Hat doch geklappt. Als das bekannt geworden ist, hat sich die Hauptstadt Lesau sofort kampflos ergeben. Da unten könnte es laut Geheimdienst ein ganzes Droidenbataillon geben. Es wird nicht einfach, sie da rauszubekommen. Lieber würde ich gegen eine ganze Droidenarmee kämpfen, als mich durch dieses Chaos zu wühlen. Es wird Zeit, dass eure Rüstung schmutzig wird. Nähern uns jetzt der Landezone, General. Bereit machen zur Landung. Ja, Rex ist ready. Ich bin's auch. Captain Rex, Bericht. Unsere Scouts konnten die Stadt noch nicht auskundschaften, Sir. Die Holobrücken in den äußeren Sektoren haben keine Energie. Wir richten das. Und schrotten jede Blechbüchse, der wir begegnen. Seid vorsichtig, General. Unsere Patrouillen stoßen auf starken Widerstand. Wir sind vorsichtig. Nicht wahr, Ahsoka? Wo bleibt da der Spaß? Damit hat sie wohl recht. Wir sehen uns am Treffpunkt, Sir. Dann los, mein junger Padawan. Rydoth natürlich häufiger Schauplatz von irgendwelchen Schlachten und irgendwelchen Kriegen oder allgemein, ne, irgendwo im Krieg hier. Gab es ja auch häufiger mal in The Clone Wars oder sonst wo. Mit Punkten neue Kleidung erhalten du kannst. In den Laden gehen du musst. In den Laden gehen du musst. So, jetzt könnten wir hier halt irgendwelche Hüte uns kaufen und so. Das ist Quatsch, da kann man sich so einen Akbar-Kopf aufsetzen oder Boba Fett-Kopf oder so ein Kram, ne. Kostet auch nicht viel. Aus dem Spiel Republic Commando. Ja gut, ich glaube, das bringt halt wirklich gar nichts. Aber die hier sind halt interessant, ne? Da hast du dann hier sowas wie verdoppelt maximale Sekundärwaffenkapazität, dass man da halt irgendwie mehr Munition oder sowas nehmen kann. Oder mehr Schaden bei geduckten Schüssen anrichten und so. Also das sind halt wirklich dann sinnvolle Erweiterungen. Das mit den Hüten, das ist ein bisschen Quatsch, ne? Diese blauen Punkte hier sind, glaube ich, Checkpoints quasi. Und ansonsten diese kleinen Dinger hier, das sind alles Punkte. Man sieht es oben links bei mir, ne? Da steht 100 Punkte. Jetzt kriege ich dann jeweils 10 extra. Das heißt, die sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Und die ATTs sehen ganz schön cool aus hier. Grafik, oder grafisch gesehen sieht das allgemein noch eigentlich ganz okay aus, oder? Wir könnten überall Blechbüchsen sein. Wir würden sie nicht sehen. Schluss mit dem Geschwätz, Glänzer! Artefakt, ja. Ich glaube, dafür gibt es auch nochmal Bonuspunkte oder kriegt man dafür irgendwas? Ich weiß es nicht mehr. Ich werde es auf jeden Fall herausfinden mit euch zusammen. Ich denke mal zumindest. Hoch, ein Jedi kann springen. Auf eine Wand zuspringe und dann springe erneut. Im richtigen Moment springen du musst, um ganz nach oben zu gelangen. Der gute Meister Yoda, andauernd sagt er was von Springen. Ja, das ist alles gar nicht so schwer. Keines Jedi nie gerade ist, aber wenn von der Macht du dich leiten lässt, dann einfach es für dich wird. So, wie lasse ich mich hier ranhängen? Geht das so einfach? Ah ja. Das macht da alles automatisch, der gute Anakin. So, Kamera, dreh dich bitte. Danke. Das nehmen wir natürlich auch mit. Ein bisschen Artefaktsuche können wir natürlich auch betreiben. Wir werden das aber nicht zwanghaft suchen irgendwie, dass ich alle Artefakte unbedingt kriegen muss. Aber wenn ich irgendwo welche sehe oder vermute, wir sind auch feindlich im Gebiet, dann werde ich natürlich versuchen, die mitzunehmen, ne? So, hier gibt es nochmal ordentlich Punkte. Das zeigt auch so ein bisschen den Weg an, wo man langhüpfen muss. Wie gesagt, so ein bisschen automatisch macht er das alles. Es sind Jedi in der Nähe. Roger, Roger. Oh, da ist ein Goldener. Was macht denn der nochmal? Oh, direkt rein. Ich glaube, blocken kann man hier auch theoretisch, wenn man die ganze Zeit durchgehend schlägt. Gibt hier aber auch so besondere Moves, wie jetzt diesen Ansturm hier zum Beispiel, ne? So. Da ist noch einer übrig. Da kommen die Jetpack Trooper. Und die Synchro ist halt richtig nice, finde ich. Die Synchro ist richtig, richtig nice. Und wenn man jetzt hier gut kämpft, ne, man sieht, jetzt habe ich den Zweifach-Multiplikator gerade. Ahsoka hat hier den einen geschnappt. Dann kann man den immer wieder hochtreiben und kriegt so natürlich extrem schnell und viele Punkte. Ich glaube, man darf sich da nicht treffen lassen oder so. Müssen wir das jetzt hier kaputt machen oder sowas? Wie ging denn das nochmal? Wie gesagt, ich habe das Spiel zwar schon mal gespielt, aber ist halt schon lange her. Wenn hervorgehoben sind Schalter, die Macht nutzen du kannst. Ach, ich muss häufiger drücken. Okay. Ah, ja, okay. Das macht eine Treppe. Kann ich hier rein? Ganz einfach. Nein. So, auf den Fahrstuhl. Jetzt haben wir auch schon wieder 2000 Punkte. Das ist, hey, das ist super. So, die Punkte da hinten nehmen wir natürlich auch mit. Denn damit dürften wir eigentlich schon das erste Upgrade kaufen können, sofern wir... Können wir das direkt machen oder müssen wir dafür das Level beenden? Das ist so ein bisschen die Frage. Ah, uns fehlen noch
60 Punkte, gut. Die werden wir schon noch kriegen. Dann können wir heute sogar das erste Upgrade kaufen wahrscheinlich. Oh, das war knapp. Was sind das für Dinge? Wir haben keine Zeit, das herauszufinden. Weiter jetzt. Ich glaube, der... Wie war denn das? Damit kommt man auch irgendwie auf Gegner zufliegen. Die konnte man auch irgendwie benutzen, um Gegner zu attackieren. Die haben sich mal getarnt und so, ich erinnere mich. Die Jedi sollten besser aufpassen. An mir kommt niemand vorbei. Das werden wir ja sehen. Auf Balken springe und zu schwingen du beginnst. Dich am Steg festhalten du musst, um weiter zu schwingen. Beim Schwingen springe, um abzusteigen. Alles klar, Meister Yoda. Was für eine Sauerei. Vorsichtig, Kleine. Das Gebäude ist durch den Krieg ziemlich ramponiert. Ihr macht euch zu viele Gedanken, Meister. Ah ja, echt der Krieg gewütet, ne? Das sieht man richtig. So, da sind wir auch schon oben. Und jetzt schnappen wir uns die ollen Druiden. Die haben auch coole Todesanimationen, ne? Wie der jetzt zum Beispiel umkippt. Cool. Ach, man kann da auch oben drauf. Die Richtung ändern du kannst beim Schwingen. Einfach das ist. Der zweite Generator. Ihr seid nicht allein. Ich wollte gerade sagen, wie geht's denn hier weiter? Ach, jetzt bin ich schon hier. Okay, gut, die holen wir uns schnell. Jetzt müssen wir warten, bis die wieder enttarnt sind. Oh, jetzt werde ich... Ja, das habe ich ein bisschen... Habe ich ein bisschen falsch gemacht. So hundertprozentig in der Steuerung bin ich nicht. Aber die kommen gleich wieder, glaube ich, oder? Ja. So macht man das, okay. Ah, ein bisschen zu lernen muss ich noch, ne? Aber das wird schon noch alles. Das wird schon noch alles. Und wie gesagt, das Spiel ist eigentlich echt super. Wenn die hier vorbeikommen, kümmern wir uns um sie. Auch die Story ist hier natürlich komplett unabhängig von The Clone Wars. Beziehungsweise, ja, das habe ich jetzt ein bisschen doof ausgedrückt. Aber die Story gab es so noch nicht in The Clone Wars. Das erzählt eine neue Geschichte, das meine ich damit. Natürlich kommen, wie schon erwähnt, die ganzen Charaktere und so weiter auch vor. Garage Druiden zu übernehmen, auf seinen Rücken springe. Den Druiden zielen und aufladen, du musst. Ah, so ging das, siehst du mal. So ungefähr? Ja, so ungefähr, passt. Super! Spring an eine Wand, damit mit dem Lichtschwert du rutschst. Einfach, hm? Ja? Versucht mitzuhalten, Meister. Vernichtet sie! So, machen wir den Machtschub hier nochmal. Können wir den da runterschieben? Nee, der ist ja nur gestunt, okay. Treffen wir den so? Oh. Aua, aua. Kriegen wir den auch noch? Aua, yeah, yeah. Der ist verschwunden. Huch, ich bin nicht gestorben. Wie ist denn das passiert? Ich habe doch den Druiden losgeschickt. So, wir respawnen aber direkt. Alles gut? Ich will doch nur, dass ihr euch besser fühlt. Oh, der macht aber auch richtig Schaden mit seinem Laser. Da müssen wir aufpassen. So, und weg damit. Die sind schon ganz schön gefährlich. Und das Spiel ist gar nicht so leicht tatsächlich. An mancher Stelle natürlich. Man respawnt hier sowieso schnell wieder und deswegen. Wurde auch Zeit, dass ihr das bemerkt. Herausforderung. Okay, daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Machen wir natürlich mal. Gucken wir mal rein. So, wir sollten den wahrscheinlich eher so besiegen, ha? Huh? So geht's schneller, ja. Okay, den haben wir zu langsam. Oder den haben wir nicht erwischt. So, ich habe Gold bekommen. Ahsoka hat nur Silber bekommen. Da war ich wohl besser anscheinend. Gut, ich weiß jetzt nicht genau, was das bringt. Wenn ihr das wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und wir müssen wo lang? Hier links oder da unten lang? Ah ne, wir müssen den Generator machen, natürlich. Schon ganz vergessen. Wir müssen ja den Twi'lek hier helfen, liebe Leute. Die Brücke ist an.
das war nicht schwer. Werd nicht übermütig, Snips. Prima, Junge. Das war nur der erste Schritt. General Skywalker, wir haben ein Blechbüchsennest gefunden. Mindestens eine Kompanie, ziemlich gut verschanzt. Eure Befehle? Endlich mal echte Action auf diesem Fels. Können eure Männer es mit Ihnen aufnehmen, Sergeant? Auf euren Befehlen machen wir Schritt aus Ihnen, General. Sie gehören euch. Vielen Dank, Sir. Sollten wir Ihnen nicht helfen? Geduld. Man muss den Truppen zutrauen, ihre Lage selbst einzuschätzen. Ein paar Droiden sollten kein echtes Problem sein. Oh, wenn ihr das sagt, Meister. Ja, das ist schon nicht unrecht. Die Klone, die können doch einiges, würde ich sagen, oder? So, gucken wir uns mal, wie gut wir uns hier angestellt haben. Es sind übrigens insgesamt 40 Missionen. Ein von einem Artefakt bekommen. Gold diesmal nur, nicht Platin. Schade, aber hey. Okay, hör zu. Wir sollen diesen Droiden-Außenposten neutralisieren. Und genau das werden wir machen. Lasst uns diese Blechbüchsen grillen! Ha, Glänzer. Okay. So, jetzt dürfen wir den Klon spielen. Das ist quasi das nächste Tutorial. Das werden wir beim nächsten Mal aber erst anfangen, wie wir dann mit denen spielen. Jetzt haben wir nämlich die Jedi schon mal kennengelernt. Beim nächsten Mal gucken wir uns dann an, wie man mit den Klonen agieren kann. Und wir gucken nochmal ganz kurz in die Kampf-Upgrades rein. Können wir die schon kaufen? Hier, ruhige Hand. Mehr Schaden bei geduckten Schüssen. Verdoppelt die... Zusätzlicher Schaden, wenn man mit Fahrzeugen und... Den man mit Fahrzeugen anrichtet. Das ist doch eigentlich immer gut, oder? Das kaufen wir uns auf jeden Fall. Ist das jetzt schon aktiviert? Ja. Okay, 2900 Punkte haben wir auch schon wieder. Das heißt, beim nächsten Mal werden wir auch schon mal das nächste freischalten können. Aber damit würde ich sagen, war es jetzt erstmal. Beim nächsten Mal geht's hier weiter. Huch, jetzt werde ich schon beschossen. Hilfe! Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen bei euch. Vielen, vielen Dank und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Schaut gerne beim nächsten Mal auch rein und dann bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Ciao, ciao und danke fürs Zuschauen.